Oh, ihr vom Wahnsinn gezeichneten, willkommen zurück zu Elden Ring. Seht mal, wie wir jetzt aussehen. Meine Güte. Die Finger haben uns berührt und jetzt sind wir vom Wahnsinn erfüllt. Das heißt, wir können uns jetzt auch mit diesem besonderen Stein heilen, ja? Ist das krank. So, Radans Klamotten. Wobei die halt auch schon sehr geil aussehen, die des Totenkönigs. Warte mal, kann ich mir vielleicht mittlere Last? Ah ne, warte, erstmal die Waffen vielleicht ausrüsten. Oh ne, große Last leider. Ah. Alles große Last. Ah, das sieht aber hässlich aus, warte mal. Mittlere Last. So. Alles gut. Ist alles wieder so ein bisschen komisch zusammengeordnet, meine ganzen Sachen, aber was soll's. Ja, wir sind hier, glaube ich, fertig. Jetzt geht's nochmal zurück in die Hauptstadt. Hier, Straßenbalkon. Oder untere Hauptstadtkapelle. Nee, Straßenbalkon. Ich will mir auch mal, wie ihr mir schon als Tipp gegeben habt, nochmal hier ansehen, wie es denn ausschaut beim Drachen, bei diesem Speer. Da kann man aber noch was finden. Mal gucken, was ist denn jetzt genau? Da. Eieiei. Hier beim Speer oder was? Oder wo soll ich gucken? Ich weiß leider nicht ganz, was damit gemeint ist. Aber wie gesagt, im Fall des Falls haben wir ja noch dann das New Game. Oder beziehungsweise den anderen Durchlauf mit Sorsha. Da oben. Hey. Die ist schon wieder blank. Nope. Ist verboten. Au! Du Arsch. Na komm. Hast du gedacht, ne? Ne, da ging's nur runter. Wie kam ich doch mal hier rauf auf den Balkon? Da vorne. Und da sollte ich gucken, ja? Oben beim Speer. Katakomben. Hä? Wie kam ich doch mal da oben rauf, bitte? Och nö. Mistviecher. Ah. Ich sie vernichte einfach mal. Vernichtet. Nee, da war's nicht. Ich glaube, ich muss von oben irgendwo noch mal runterspringen. Wie kam ich hier voran? Ach, warte. Ja. Die Dreckspagen. Ah, nein. Ach, Mist.
Aber wie schön er Flöte gespielt hat, ne? Weit, ne? Komm, Speermann. Ah, da! Jetzt verstehe ich, wo ich gucken soll. Oha. War ganz schön was los hier jetzt. Freund. Oh, bin so mächtig. So geil. Hör mal auf, bitte. So, aber wie komme ich jetzt hier rüber? Vom Flügel aus? Oh, da ist ja auch noch was. Ich war hier noch gar nicht. Sowas, ich habe hier noch gar nicht die Sachen alle gesammelt. Oha. Staggern. Bisschen Blut. Alter Reißzahn. Heldenrune. Krass. Okay, geht doch nicht mehr weiter. Ich dachte. Na gut. Ja, alles klar. Cool. Hauptsache mal ein paar Sachen ausgelassen. Einfach so. Komm ich da rüber? Nee. Auf keinen Fall komme ich von da aus rüber. Also von hier drüben, da ist überhaupt keine Verbindung dazu. Muss irgendwo von hier aus raufkommen. Kam ich da oben hin? Warte mal. Also hier hin muss ich. Nee. Schau mal in die Richtung, wo der Balkon ist. Da. Ich versuch's einfach mal. Irgendwo muss ich da runterspringen können, oder? Irgendwo muss das klappen. Oder oben ist ja auch noch was. Wie ich das denn runter? Warte mal. Ah. Jetzt noch rüber, über den Ast. Ich habe halt einfach mal gar nicht alles erkundet. Meine Güte. So viel habe ich ausgelassen. Hier was Bestimmtes. Wo Godfrey war. Nee, ich hatte mich hier umgesehen, aber ich habe hier nichts gefunden. Okay, ich komme gleich nochmal zurück. Aber ich muss erstmal das im Auge behalten, was ich machen wollte. Mit dem Runterspringen auf den Speer. Hier.
seht ihr, von da aus komme ich hin. Ihr blöden Parfümeure. So, hier. Hoffentlich schießt mich da nicht einer an jetzt von oben. Eieiei, das ist aber ein bisschen gefährlich hier, oder? Der Blitz von Gransax. Ja, gut, dass ich nicht im Kampf war, sonst wäre ich jetzt hier nicht weggekommen. Wäre etwas unschön. Der Blitz von Gransax, den gucken wir uns mal an. Ist das eine Waffe? Wahrscheinlich, ja? Ja, der Blitz von Gransax braucht 40 Geschicklichkeit. Ein Speer geschnitzt aus der Waffe von Gransax, eine der legendären Waffen. Ein uralter Drache, Gransax, der einst die königliche Hauptstadt verwüstet hat. Dies war das einzige Mal, dass die Mauern von Lendell fielen und zugleich der Funke, der den Krieg gegen die uralten Drachen entfachte. Drachenblitzspeer. Erfüllt die Waffe mit den roten Blitzen der uralten Drachen und schleudert sie dann wie ein Speer. Okay, ich werde das... Ich werde mein Inventar mal ein bisschen aufräumen, aber... Oh, sie ist wieder da. Hi. You have inherited the frenzied flame. A pity. You are no longer fit. Our journey together ends here. And remember, should you rise as the Lord of Chaos, I will kill you. As sure as night follows day. Was? Such is my duty. For allowing you the strength of runes. Goodbye, my companion. Goodbye, Torrent. Was? Warum? Oh mein Gott, ich habe mich jetzt dem Chaos ergeben und sie wird mich töten? Das ist ja kacke. Ich mache das wirklich nur, dass ich immer gleich neue Waffen sehe. Übrigens nicht, dass ihr denkt, ich werde die nicht zeigen. Doch, ich werde die schon irgendwo noch zeigen. Aber so finde ich die Sachen halt viel schneller, ne? Ja, komm, wir brauchen schon Schilde. Ah. Abartig, was man hier alles für Sachen bekommt, oder? Ich find's Hammer. Oh, toll, dann ist sie auf, dann ist sie... Ja, weil wir jetzt wahnsinnig sind und dafür gibt's ja keine Heilung offensichtlich, oder? Bitte, ich muss irgendwo vom Balkon aus rüberkommen. Dieses Teil hier, keine Ahnung. Gucken wir mal, vielleicht geht das jetzt von hier aus. Ah. Nee, aber da ist noch eine Kiste auf jeden Fall. Was? Wie komme ich denn da hin? Ah, es geht nicht. Reiten kann ich hier sowieso nichts. Ist das eine Art Aufzug? Nee. Runterschießen kann ich es leider auch nicht. Wie komme ich da? Ah, nee. Muss doch irgendwo Schalter geben oder einen Hebel, dass ich das Teil runterlassen kann.
Ah, ich glaube, ich habe es entdeckt. Hui. Natürlich, man kommt von der Seite durchs Fenster rein. So. Da haben wir's. Der Erdenbaumbogen. Ist natürlich wieder Glauben 14. Ein Langbogen im Stil des Erdenbaums. Früher als Glaube und Krieg einander bedingten, wurde diese Waffe zusammen mit dem goldenen Pfeil erschaffen. Skaliert sämtlichen Pfeilschaden mit Glauben, aber sein wahrer Wert zeigt sich, wenn ihr mit von heiliger Macht erfüllten Pfeilen schießt. Okay. Der Himmelstau. Ups. Eieiei, das ist ja jetzt... Ich finde das echt fies, dass sie uns töten will, wenn sie uns sieht. Nächstes Mal. Oh! Prinzipien der goldenen Ordnung. Ich dachte jetzt ehrlich gesagt, das ist ein Aufzug, aber nö. Ja. Gebt dies einem studierten Kleriker, um neue Anrufungen zu erlernen. Radagons Lichtzunge und Gesetz der Regression. Okay. Wie kam ich denn nochmal zu unserem Kumpel hier unten? Das war doch da irgendwo. Warte, ich muss nochmal zurückgehen. Das war hier. Oder sollte ich das vielleicht nicht unserem Schildkrötenfreund geben, anstelle von ihm jetzt? Weil er ist ja mit der goldenen Maske so ein bisschen... ...bebandelt und ich weiß nicht, ob er da nochmal wegkommt von. Ah, die beiden sind immer noch hier. Mal sehen, sagt er jetzt mittlerweile mal was? Nee. Oh, was that you? Yes, the master is still seized. And after coming all this way. Why now, of all times? Gib mir mal die Prinzipien der goldenen Ordnung. This is a volume of incantation. It's good to see your enthusiasm. Indeed, I will happily take it off your hands. Oh, was haben wir denn hier? Okay, Anrufung, mehr ist nicht. Was hat er denn gehabt? Woge? Nee, in Flammen auf. Gezielter Blitz, blitzender Speer. Radagons Lichtringe erzeugt einen goldenen Lichtring, der einen weiten Teil angreift. Aufgrund der Fundamentalisten der goldenen Ordnung. Eine Anrufung der Fundamentalisten der goldenen Ordnung. Ein Geschenk der Dankbarkeit von Radagon an seinen jungen Sohn Mikella. Erzeugt einen goldenen Lichtring und feuert ihn über einen weiten Bereich ab. Durch Aufladen erhöht ihr die Reichweite. Und doch kehrte der junge Mikella dem Fundamentalismus den Rücken, da all seine Lehren Melenias verfluchte Fäulnis nicht lindern konnten. Dies war der Beginn des reinen Goldes. Und Gesetz der Regression? Glaube ich, war auch das Buch, oder? Oder? Ja. Eine Anrufung der Fundamentalisten der Goldenen Ordnung. Dies ist eine der fundamentalen Grundlagen. Halt aller negativen Statuseffekte löst besondere Effekte auf und enthüllt Nachahmungen in all ihren Formen. Die Fundamentalisten beschreiben die goldene Ordnung durch die Kraft der Regression und der Kausalität. Regression ist die Anziehungskraft der Sinnhaftigkeit, was bedeutet, dass alles den ewigen Drang verspürt, zusammenzufinden. Ja. Das war das, was auch da gestattet hat. Regression bringt Geheimnisse ans Licht oder so, ne? Naja. Gut, dann haben wir jetzt hier alles und jetzt können wir hier hingehen. Die Rolltrute. Muss ich aber wieder hier zum Straßenbalkon. Ja, da muss ich mich jetzt wieder durchkämpfen. Das wird ein bisschen eklig, glaube ich. Gegen diese ganzen räudigen Halbmenschen wieder. Vor allem die löwenartigen Scheusale waren echt fies. Achso, und noch was, glaube ich. Warte mal, ich werde erstmal ein Level abholen. Es gibt noch was, was man hier nachts machen kann. An einem Ort, wo ich schon längst hätte hingehen können. 87.000. Es gibt dann hier so eine Numen-Rune. Alter. 12.500 einfach mal. So. Noch ein Level up. Ja, ich habe schon echt viele Level. Ich meine, ich habe schon von Leuten gelesen, die sind auf meinem Level schon durch gewesen durch das Spiel, aber... Ist ja auch immer so eine Sache, wie viel man verliert an Seelen oder wie viel man sammelt und
Ja, es spielen immer viele Faktoren da rein, welchen Level man am Ende hat. Und ich habe jetzt, glaube ich, noch gar nicht so viel verloren. Insgesamt vielleicht ein paar hunderttausend maximal. Und das ist echt nicht viel, wenn man überlegt, was man mittlerweile für Level-Ups braucht. Ich bin bald schon bei 100.000 für ein Level-Up. Das ist schon krass. Ah, da sind sie. Die Räudischen. Und warum auch immer, ich kann hier nicht reiten. Ich verstehe es nicht. Das ist doch prädestiniert dafür, dass man hier reiten kann. So, ich mache erstmal hier oben alles clear. Ja, ja. Weil ihr nervt sonst unendlich. Ja, da ist das Löwenartige. Echt jetzt? Die kommen hier als Standardgegner jetzt. Brrr. Au. Oh, Eisengroßschwert. Why not? Alter. Ich hasse euch. Parfümeurskapuze. Oh. War nicht noch so ein Läusal? Nee. So, hier oben müsste jetzt ja dann... Oh, wie ich da aussehe, total blutig. Da müsste jetzt dann der Weg offen sein in das neue Areal hier. Großer Aufzug von Rolt. Ey, was es hier noch geben muss alles. Einfach krank. Oh, und die Tür ist auf, sehr gut. Also muss man die Hauptstadt gar nicht aufräumen vielleicht? Kavallerie, kann ich hier reiten? Randgebiet der Hauptstadt? Nee, kann ich nicht. Lusche. Ey, du bist vielleicht ein Arscher. Schießt er mich von hinten einfach an? Ja. Ja, wenn du dich erst über buffen willst, bist du selber schuld, wenn du auf die Schnauze kriegst. Kumpel. Oh, ich höre was. Und ich sehe was. What? Was warst du denn? Wie er sich einfach mal als klein keine Ahnung getarnt hat und dann ja. Ach mal. Ist ja echt weit laufen hierfür. Kein Reiten. Nichts, wo man sich hinsetzen kann. Wenn ich jetzt hier sterbe, muss ich wieder ganz unten herlatschen. Was ist der Aufzug? Ja. Interesting. Oh, ich hätte gedacht, es geht hoch.
einfach wow. Aber Leute, ich habe ja gesagt, es geht erst nach Caelid. Verbotene Lande. Tut mir sehr leid. Alles klar. Erst gehe ich nochmal nach Caelid und sehe mich da ein bisschen um. Hier noch was? Das ist so neblig alles. Soll das so? Oh! Sehr gut. Hab da gerade was erspäht. Schwer zu sehen, wenn man runterfährt. So. Beamtenkleidung. Klinge des Rufs. Aha. Ein Dolch. Dieser Dolch war das Abschiedsgeschenk für eine Pflichtbewusste, die vor langer Zeit ihre große Reise antrat. Die Macht seiner einzigen Herrin, der Zundernjungfer, ist noch nicht erloschen. Wer an der Seite der Flamme wandelt, wird eines Tages den Weg des Schicksalstodes kreuzen. Goldene Klinge springt in die Luft, erfüllt die Waffe mit goldenen Flammen und feuert dann ein klingenähnliches Projektil auf den Gegner, verursacht Heiligschaden. Es ist das wie das von Margit? Margit? Magitta. Wie gesagt, ich werde die alle nochmal zeigen, Leute, keine Sorge. Ich werde sie auch so nennen, den Part. Wahrscheinlich, ich zeige die Waffen oder so ein Quatsch, ne? Aber ich will erst nochmal den anderen Weg kurz lang gehen. Die Knie sehen halt auch geil aus. Die Wappen. Aber dass jede Rüstung, die man hier findet, echt kaputt ist, ist auch ein bisschen schade. Wo war es denn hier, ne? Südosten. Landgebiete der Hauptstadt. Nichts reiten hier. Wow. Wow. Oh, grausamer Zwilling. What? Kenne ich ja schon, ne? Und ich aber das ist die Einzel, die jetzt angegriffen haben. Asche von Maltöter Rollo. Das war jetzt echt komisch. Komische Begegnung mit den Typen. Ah ja. Das war halt echt nur so ein kleiner... Oh, guck mal, jetzt sind wir ganz am Ende. Echt nur so ein kleiner Köder, oder wie? Dass wir da reinrennen in den Typen. Mit der Laterne. Also mit der Fackel. Und ich kann immer noch nicht reiten. Was soll das denn? Heiliger Turm von Ostaltos. Können wir vielleicht hier die... Ah, hier können wir vielleicht die Rune bekommen.
Vielleicht müssen wir uns ja für eine Rune entscheiden, oder? Wir bekommen beide. Was ist das denn hier? Habt ihr eben diesen Schemen gesehen, der sich da runtergezogen hat? Der schwarze Schemen? Hundertprozentig ist hier oben wieder ein Finger. Also diese zwei Finger und die geben uns dann wieder eine Fähigkeit, also hier die Runen nur weiter. Ja, da sind sie doch. Cool, aber leider keine Karte. Yeah. Morgoths große Rune. Ah ja. Aber es muss ja für die anderen großen Runen auch noch was geben, oder? Erhöht maximale LP deutlich. Was heißt deutlich? Wir haben jetzt 1636. Oha! 2045. Das heißt, 406. Okay. Ist das prozentual? Weil das ist eine komische Zahl irgendwie. Was soll ich mich gerade ein bisschen verrechnet habe, aber. Was soll's, ne? So, ich laufe gerade noch ganz kurz den Weg zurück und dann ist auch Schluss, Leute. Ich will noch mal sehen, ob da was liegt. Weil irgendwie hat uns der Kampf jetzt einfach nur die Strecke überbrücken lassen. Aber hier ist noch so viel an den Seiten, da muss doch noch was liegen. Jetzt kein Kopf. Der Typ mit der Fackel noch irgendwo. Ich glaube echt, das war nur ein roter Hering, dass man da reinrennt. Zack, bist du im Bosskampf. Ich sag ja, wäre ich nicht erst runtergefahren und hätte mir unten das zum Ausruhen geholt. Das Mal. Wäre halt blöd, ne? Ah, da ist er. Da ist er. Gute Nacht. So, wie gesagt, nächstes Mal gucken wir uns dann hier Dingenskirchen an. Ich werde aber erst nochmal... Ach hier, warte. Diese Türme. Heiliger Turm von Ostaltus. Heiliger Turm von Westaltus. Warte, kann ich da jetzt vielleicht rein? Ich würde mal ganz kurz hier gucken, ob ich da rein kann. Weil die heiligen Türme, da kann man sich ja die Runen abholen. Habe ich denn hier nochmal hin? Durch den Dungeon, glaube ich. Ah, der geht jetzt auf. Na gut, komm, den mache ich noch mit. Ich weiß nicht, wie viel ich rausschneide, deswegen. Meine Lebensenergie ist halt echt krass. Vielleicht muss man immer erst... Ja, was heißt vielleicht? Man muss immer erst den zugehörigen Boss töten, schätze ich mal. Also hier war Morgoth im anderen, jetzt ist hier vielleicht Morg. Oder vielleicht ist hier ja... Keine Ahnung. Was habe ich denn für große Runen bekommen eigentlich? Die sehe ich hier gar nicht, oder? Ja. Die von Redala. Egal. Guck mal, jetzt kann ich hier unten zum Beispiel mich ans Mal in die Gnade setzen. Komisch. Ist immer woanders. Wisst ihr, was mich echt traurig macht, dass unsere liebe Maid jetzt gegen uns sein wird, wenn wir uns erheben zum Fürsten? Ja, siehste. Rykard, ich dachte's doch. Weil, obwohl der Vulkan war ein bisschen weiter weg, aber muss ja irgendwas ja auch mit Rykard. Genau, da hat man noch eine große Rune bekommen.
macht die? Regeneriert LP beim Besiegen von Gegnern. Oha. Erstmal gucken. Die große Rune ist der Ankerring des Fundaments und beweist zwei Dinge. Erstens, der König des Mals ist ein Spross des goldenen Stammbaums. Zweitens, er war tatsächlich Herrscher von Lendell. Morgoth. Okay. Rykard vereint der Kinder von Radagon und Renala, die nach Radagons Vereinigung mit Königin Marika zu Halbgöttern wurden. Aber Rykard warf sich selbst der ketzerischen Schlange zum Fraß vor, mit Körper, Geist und großer Rune. Okay. Weiß nicht, ob das so ein erstrebenswertes Schicksal ist. Leute, ich danke euch fürs Zusehen, danke fürs Liken, Kommentieren und wieder zum Raufklicken beim nächsten Mal. Wir sehen uns zu Elden Ring. Bis dann, tschüss.